sky and the land becomes sea. The bronze horseman will ride and bring judgment on us all. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Wimmelbild-Let's Play. Robinson Crusoe habe ich vorhin abgeschlossen. Ich habe es vorhin nämlich fertig aufgenommen mit 32 Minuten und heute spielen wir mal Hunting Legends, der bronzene Reiter. Ein neues Wimmelbild-Spiel auf meinem Kanal nach Robinson Crusoe. Ja, von Big Fish und Astragon. Und ich würde sagen, ja, das Intro habt ihr gerade gesehen, also der bronzene Reiter. Und ich würde sagen, wir reden hier gleich mal mit diesem alten Knaben hier. Ich glaube, das ist sogar der Bürgermeister, wenn ich richtig hinten gelesen habe. Ich muss wirklich sagen, ich habe kurz mal angespielt. Aber dieses hier ist jetzt mal ein wirklich neueres Wimmelbildspiel im Gegensatz zu Robinson Crusoe. Weil da gab es noch nicht mal so ein richtiges Inventar und alles mit Sachen suchen und Sachen dahin tun und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich würde sagen, wir reden erstmal mit ihm. Good evening, Detective. I am grateful that you were able to come to our aid on such short notice. Please, forgive the mess you find our humble town in. The past 3 days we've been beset by torrential rains and flooding. It was very sudden and has caused much destruction, I'm afraid. Ja, das ist hier zwar auf Englisch, ich habe eigentlich vorhin gedacht, ja, ich sag's eigentlich nicht, ich lese es eigentlich nicht vor. Aber weil ich lieb bin und wahrscheinlich auch ein paar kleinere Kinder hier sind, die noch nicht so gut Englisch können, habe ich mir gerade gedacht, dann lese ich halt doch vor. Okay, guten Abend. Ich bin sehr dankbar, dass du uns kurzfristig zu Hilfe eilen konntest. Bitte entschuldige das Chaos, das du in unserer bescheidenen Stadt vorfindest. Seit 3 Tagen regnet es bereits sintflutartig. Und die Stadt wurde überschwemmt. Es geschah alles sehr plötzlich und richtete viel Zerstörung an. There is talk in the streets of a legend that when the heavens open and the rivers burst, the bronze horseman will ride again, bringing judgment upon the wicked. Um die Sache noch schlimmer zu machen, verschwanden seit dem Einsetzen des Regens immer mehr Bewohner. Man erzählt sich die Legende, dass wenn der Himmel sich öffnet und die Flüsse brechen, der bronzene Reiter erneut traben und über die Frevler richten wird. Now our citizens are afraid to leave their homes. And have begun buying up these absurd crystals from a traveling merchant. They are said to resist evil. But the heart of the matter, what pains me most, is that my son Michael has gone missing. Please, do whatever you must to return my son to me. Nun haben unsere Bürger Angst davor, ihr Haus zu verlassen. Sie begannen, diese absurden Kristalle von dem reisenden Händler zu kaufen. Man sagt sich, dass diese Kristalle das Böse abhalten. Aber das, was mir am meisten schmerzt, ist, dass mein Sohn Michael, verschwunden ist. Bitte unternimm alles in deine Macht Stehende, um meinen Sohn zurückzubringen. Oh, schon fertig? Möchtest du interaktive Hilfe erhalten? Machen wir einfach mal rein, damit wir ein bisschen reinkommen, weil es gibt ja alle Wimmelspiele sind ja ein bisschen anders. Also ja. Okay. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand, wenn du mit etwas integrieren kannst. Klicke auf das Gemälde. Keine Anführung. Oh. Was ist das dort hinter dem Gemälde? Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe, sobald du einen Bereich untersuchen kannst. Okay. Manchmal verwandelt sich der Mauszeiger in eine Hand, wenn du Objekte aufheben kannst. Klicke auf das Buntglas. Gut gemacht, gefunden, Buntglasstück. Oh. 3 leere Schlüssellöcher. 1. Hm? Zählt es hier nicht als Schlüssel? Na, das soll uns recht sein. Dann müssen wir nur 3 Schlüssel suchen. Tagebuch. Dies ist eine schwierige Zeit für den Bürgermeister. Nicht nur wurde die Stadt von der Flut dezimiert, aber die Bürger verschwinden ebenfalls. Sogar sein Sohn, Mike. Hoffentlich versteckt sich der Junge irgendwo und ich kann ihn schnell finden. Hoffentlich versteckt er sich nirgendwo, damit ich ihn nicht schnell finden kann. Das ist wohl der Bürgermeister und das ist Mike. Also nicht Michael, sondern Mike. Was war das gerade? Was ist das hier eigentlich? Hä? Hm. Okay.
Finde im ganzen Spiel Seelenkristalle und klicke sie an, um sie aufzuheben. Geht es jetzt hier dahin? Ja? Eins, okay. Schau dir jederzeit die gesammelten Kristalle an, indem du auf das Kristallsymbol klickst. So, hier haben wir einen zurück. Okay. Nehmen wir das im Tagebuch stehen. Was für ein seltsamer Kristall. Im Inneren kann ich ein schreckliches Bild erkennen. Ein verzerrtes Gesicht? Na klar, ist ja kein Gesicht, ne? Sieht man nicht. Es ist ein Gesicht, das sieht man nicht. Wir haben ein Buntglasstück. Was haben wir denn hier noch so alles? Ein Schuh. Gut gemacht, gefunden. Tresorschlüssel. Was ist da? Oh. Gut gemacht, gefunden. Buntglasstück. Okay. Tipps gibt es hier leider nicht. Ich glaube, das ist sehr schlecht für mich. Aber wir werden es einfach mal ohne Tipps schaffen. Dann habe ich mal eine kleine Herausforderung. Was ist da? Ah, da ist ja noch was. Schraubenschlüssel. Ein seltsamer Besucher, der ein Paket dagelassen hat. Wer kann das sein? Bürgermeister Barrow. Ein sehr seltsamer Besucher wollte heute einen Besuch abstatten. Er bat um ein Gespräch unter vier Augen und hinterließ ein Paket. Ich hoffe, meine Neugier möge mir verzeihen werden, aber ich öffnete das Paket und fand darin einen der Kristalle, von denen man glaubt, dass sie das Böse abhalten. Allerdings befürchtete ich, ihn nicht selbst vorbeibringen zu können, da ich mich in letzter Zeit sehr schläfrig und schwach fühle. Ich habe den Kristall in der Halle abgelegt. Henry Kamerka. Gibt es sonst noch was? Nee, ne? Tagebuch. Was für ein seltsamer Kristall. Im Inneren kann ich ein Schreck... Also genau. Wie schade, dass ich diesen Kammberger nicht kennenlernen konnte. Ich wollte mehr über diesen seltsamen Besucher erfahren. Ah, eins von drei Tresorschlüssel. Gibt's hier denn sonst noch was? Objekte, die du während der Ermittlung findest, werden im Inventar abgelegt. Klicke auf das Buntglas, um es aufzuheben und wende es erneut in der Szene an. Wir haben ein Buntglas... Hä? Hey. Nummer 1 und Nummer 2. Oh, die Tür öffnet sich. Der Mauszeiger wird zu einem Pfeil, wenn du in anderen Bereichen wechseln kannst. Aber ich muss sagen, das Wimmelbildspiel gefällt mir jetzt schon. Gehen wir doch mal da rein. Da wird sogar eine Karte draus. Hallo, was tust du hier? Pass auf, nein. Lass sie in Ruhe. Hä? Wo hat denn die reingeschmissen? Das arme Mädchen. Ich muss ihr auf der Stelle helfen. Ja, das musst du. Wir gucken trotzdem mal wieder ins Tagebuch. Das arme Mädchen. Ich muss dieses Tor öffnen. Sie konnte nicht wissen, dass der Gnom sie durch das Tor werfen würde. Das ist schon ein bisschen komisch. Einfach kommt ein Gnom und wirft sie hier durch die Tür. Was ist das denn hier? An diesem Mechanismus fehlt ein Teil. Ach, ist ja auch ein Wimmelbildspiel. Das Monster hat sie so stark geschubst, dass sie ihre Haube verloren hat. Kann ich die nicht nehmen? Nee, anscheinend nicht. Diese Tür ist festgeschraubt. Wäre noch ein Schraubenschlüssel. Ah. Okay. Was haben wir jetzt? Gefunden Hebel. Gefunden Tresorschlüssel. Dann haben wir schon mal...